Peacehaut, Vorhaut, euer Ramses. Herzlich willkommen bei Ramses Kitchen. Willkommen hier in Ramses Kitchen und ich werde hier etwas kochen, nämlich die Samyang super scharfen 2x Chilischote Suppe. Ich kann gar nicht so gut Koreanisch, aber ich zeige euch mal, wie man das zubereitet. Also der erste Schritt ist es auf jeden Fall, sich einen Kochtopf zu holen. Zum Glück habe ich hier ein paar Kochtöpfe parat. Also nehme ich diesen Kochtopf und lege ihn auf das Kochfeld. Der Deckel hilft dabei, dass das Wasser etwas schneller heiß wird. So. So, ich habe da jetzt etwas Wasser reingefüllt. Jetzt muss ich natürlich den Herd anschalten. Es funktioniert an eurem Herd vielleicht ein bisschen anders. Da würde ich das nicht so genau nehmen. Ich nehme natürlich jetzt die höchste Temperatur, damit sich das schön schnell erhitzt, Freunde. Haha, aber nicht das B-. Das ist nämlich bescheuert. So, und damit das noch ein bisschen schneller geht, habe ich hier den Wasserkocher genommen und dann ein bisschen Wasser aufgekocht. Das ist auch ein Lifehack. Das möchten die Ceranfeld-Hersteller nicht, dass ihr den Trick kennt, aber ihr wisst es jetzt. So, da kocht das Wasser auch schon. Ihr habt gesehen, das ging so schnell, weil ich ja das Wasser aus dem Wasserkocher reingetan habe und deswegen hat das sofort gekocht. So funktioniert das nämlich. Ja, und jetzt kocht das so und es muss aber noch ein bisschen mehr kochen. Das Wasser kocht jetzt stark genug. Jetzt kommt nämlich der Moment, wo wir den Nudelbatzen nehmen und in das Wasser rein tun. Und zwar so. Ja, genau. Am besten würde ich dann nicht mit der Hand reingreifen. Das Wasser kocht nämlich. Und wer in Chemie aufgepasst hat, weiß, dass Wasser bei einer Temperatur von ca. 100 Grad anfängt zu kochen. 100 Grad ist heiß genug, um sich wirklich, wirklich doll zu verbrennen. So, damit nichts verloren geht, kommen natürlich noch die Reste rein. Haha, wir wollen ja glotzen und nicht kleckern. So, das muss jetzt 5 Minuten kochen. Ja, jetzt machen wir das auch. Jetzt kocht das 5 Minuten. Auch ein bisschen runterstellen die Temperatur. Geht natürlich wie gesagt bei euch anders an eurem Herd. Gut. Ja, 1 Minute ist schon mal um. Bleiben nur noch 4. Ja, da ist auch schon die 2. Minute um. Das ging ja viel schneller als gedacht. Klasse. Ja, daran, dass der Dampf aufsteigt, daran sieht man, dass es kocht. Dampf ist tatsächlich ziemlich heiß. Ja.
Völlig verrückt. Die dritte Minute ist auch schon um. Oh Mann. Das ist aufregender als gedacht. Kann nochmal umrühren zwischendurch. Stimmt. Schadet es bestimmt nicht. Ja. Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Das war ja schon die vierte Minute. Wir sind gleich am Ende. Ist ja klasse. Also vom Schwierigkeitsgrad würde ich das Rezept auf... Ja. Fortgeschritten schon einschätzen. Wenn man noch gar keine Erfahrung mit dem Kochen hat, würde ich mich da jetzt nicht einfach so rantrauen. Wow. Da sind schon die 5 Minuten um, ging super schnell. Jetzt muss man ein bisschen Wasser abgießen und ein bisschen Wasser drin behalten. Dafür brauche ich zwei Hände. Ich habe aber nur eine, ich gehe mir kurz eine leihen. Das Wasser ist jetzt abgegossen. Ganz wichtig, ne? Es ist rot, es ist noch an. Ausmachen. Wie ich bereits schon meinte, geht bei euch vermutlich anders, aber das kriegt ihr hin. Jetzt übertrage ich die Nudeln aus dem Topf in die Schüssel. Sehr wichtig, aufpassen. Sehr gut. Und jetzt machen wir die Soße auf. Einmal kurz schütteln. So. Und die kommt dann einfach drauf. Da könnt ihr gar nicht so viel falsch machen. Einfach mutig rein. Toll, toll, toll. Genau so. Super macht ihr das. Klasse. Ja. Supi. Und dann gibt es noch die zweite Packung. Da sind die Flocken. Die müssen auch drauf. Geil, geil, geil. Mann, tolle Chefküche, seid ihr alle zusammen. Jetzt rühren wir das noch ein bisschen um. Ich glaube, im Endeffekt ist da zu viel Wasser drin. Das ist aber nicht schlimm, ne? Das ist ja nicht für Gäste, ist für uns. Für Gäste geben wir uns mehr Mühe als für uns. Es ist ja schließlich wichtig, was die anderen von uns denken. Und wenn wir da kein gutes Mahl zaubern, das kommt nicht so gut an. Aber dann nur wir das fressen. Ist das okay? Ich habe mich jetzt an meinen Tisch gesetzt. Der sieht bei euch zu Hause etwas anders aus, aber das macht natürlich keinen Unterschied, ne? Ihr könnt das auch auf dem Boden essen. Hier ist jetzt die Suppe. Yam, yam, yam. Und die werde ich jetzt essen. Ja, ist ziemlich scharf, ne? Lecker. Das Rezept haben wir echt gerockt.
Also ich find's ein bisschen. Ja. Meine Augen schwitzen ein bisschen. Das Schöne daran ist auch, man kriegt toll Durchfall danach. Ich würde jedem empfehlen, der sich hasst, diese Suppe zu essen. Oh mein Gott, die Suppe ist leer. Es hat toll geschmeckt. Schaltet ein für neue Rezepte in Ramses Kitchen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.